Sukha Kongana Rasana ist die einfache Kongharanara-Stellung, eine Stellung, die für die rückbeugende Flexibilität eine wichtige Rolle spielt und eine Variation letztlich des Bogens ist. Von der Bauchlage ausgehend gibt die Füße zu den Gesäßen und gibt dann die Fußrücken in die Ellbeuge. Die einfache Variation, du hast die Unterarme zur Seite, etwas weiter geht es, wenn du die Hände nach vorne gibst. Da kannst du sogar bewusst versuchen, die Füße noch mehr zu dir hinzuziehen. Und dann kannst du auch noch probieren, die Hände zu falten hinter dem Kopf. Und spätestens hier ist es nicht mehr wirklich Sukha, aber immer noch eine Variation von Kongana Rasana und auch eine Variation von Dhanurasana, dem Bogen.